Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Payday 2. Heute wieder mit Paul, Jens und Raphael. Und dem erstmals dabeiigen Richard. Ich war schon in den ersten Folgen dabei. Echt? Ja. Aber ich bin immer abgeschmiert. Diesmal ist er wirklich dabei. Ah, das werden wir noch sehen. Dreimal auf Holz klopfen, Moment. Jetzt ist er bestimmt jedes Hat sich dauerhaft ja dabei. angehört, als ob du deinen Kopf damit voll auf draufgeschlagen hättest. Ach, stimmt gar nicht. So. Wir spielen jetzt direkt mal zu Anfang einen neuen Auftrag, und zwar Hotline Miami auf Und da wir so Normal. asozial scheiße geworden sind, weil wir eben nicht gespielt haben und da dieser Haste so asozial schwer ist, spielen wir den auf normal. Genau, drück einfach Start. Oh, wir haben alle Sonnenbrillen. Ja, alle haben die coole, außer du. Na, wie man hier schon sieht, gibt's schon neue Waffen, aber die werde ich dann gleich nach der Runde erklären. So alles Schönes Neues gibt. Ja, das ja. Some Also, fortune cookie wisdom for you. Success warum? depends upon previous preparation. And without such preparation, Was ist jetzt schon wieder there los? is sure to be failure. Redet immer so viel. So, hier Pre-Planning ist auch neu, glaube ich, oder? Ja, Ja, ist müsste. neu. Schon ein bisschen her, dass wir es letztes Mal aufgenommen haben. Hier im Pre-Planning kann man unter anderem so Arzttaschen, Munitionstasche, Granaten, Koffer platzieren oder sich irgendwelche Entschuldigung. Vorteile platzieren, wie zum Beispiel einen Scharfschützen oder verringerte Feinde. So wie früher diese die Assets, nur halt, dass man hier ein bisschen mehr Spielraum für Eigenkreationen hat. Genau, und man sieht die Map, Ja. was schon mal sehr sinnvoll ist. Ja, und dann hat man auch einen Überblick, wo was liegt und es ist nicht erstmal einfach random irgendwo hingespawnt. Planning is one thing, So. execution is another. Time is Elisha, everything. the Sniper. Elisha, Elisha, Hallo. ja. Ja, genau, die ganzen verschiedenen Waffen versucht euch der Jens dann zu erklären. Auch wenn ihr nicht sein Bildschirm seht. Ja. Halt, scheiße. Was? Dass du so scheiße bist. Ach so. Ey, du hast die Waffen ja nicht. So, Braucht dich Waffen-DLCs, aber nicht die Waffen aus den Waffen-DLCs. Ja. Läuft bei dir. Man sieht, es sind hier auch so Sprengfallen an den Türen. Ach stimmt, da sind ja Gamers dran. Genau. Bin einfach durchgelaufen. So, wir haben das schon mal gespielt. Wir müssen hier paar Russen töten. Und Ruski. kann unter anderem in diesen Räumen dann auch noch Geldtaschen oder so finden, die ihn dann in den wunderbaren, da ist eine Mauer, in den wunderbaren DeLorean, der unser Fluchtauto darstellt, gebracht werden müssen. Oh ja, Kommst du sehr da schönes durch? Auto, sehr schönes Auto. Kommst du da durch oder ist da die Mauer? I Kacke, think muss that Mario außen is rum. quickly thrown down. Probably hiding a hatch. We'll check it out later. Ich komme auch gleich zu euch, gell? Ja. Bring noch ein bisschen Geld in den DeLorean. So. Ich gehe mal davon aus, jede Tür, die offen ist, da wart ihr drin. Jens hat eine Ja. Tür aufgemacht. Ja, nee, die Mine war aktiviert.
Ich weiß. Mach gerne Türen auf. Das ist eigentlich die perfekte Waffe, die ich hier gerade habe, so Mafia-Style. Schöne Tommy. Was der labert. We'll send these Russians to hell. Grab their cars. There's a gas station nearby. See if you can find some. Brauchen Gas, wir brauchen Gas. Ah. Eine Crowbar. Oh, das ist wichtig für nachher. Und ich hab Gas. Da ist noch einer hier in der Ecke. Hässliche Ami-Schleider, die können angezündet werden. Ja, so ein Dodge Ram würde ich nicht anzünden. Sehr schön. So, gehen wir mal nach oben. Zu den anderen. Motel, Hotel. Oh, hier ist eine Crowbar. Eine schlechte Rapper-Bar. Musst du labisch. Findest du Crow gut? Ach, Crow, ne? Nein. Ist jetzt nicht mal. Ist nicht meine Musik. Okay, das eine Lied, das ist mein Chick is so bad. Das finde ich sogar ganz okay. Aber der Rest, der muss echt nicht sein. Weil man im Radio gehört, du kennst den Text auswendig und sie sind einfach nur noch ätzend, die Lieder. Geht zumindest mir so. Ja, du bist ja generell nicht so der Rap. Typ. Ja. Wo ich Materia ziemlich cool finde. Ja. Wo soll man eigentlich diese Chemikalien, die man da oben braucht, finden? Irgendwo in den Zimmern und so. Ich hab da noch nie was von gefunden. Ich hab schon mal einmal was gefunden. In einem Bar. Oh, ich hab was gefunden. Ich hab einen Russen mit einer Schrotflinte gefunden. Er konnte eindeutig nicht damit umgehen. Hätte ungefähr die Schrotflinten-Skills, die ich in CS hab. Hey. Weiß jemand was für ein... Was für ein... Fertig reden hier. Was für eine Sache da jetzt reingemacht werden muss? Das, was du hast. Ja. Ich habe ja zwei Sachen. Dann tu beides rein. Das kann einfach rein. Ja, probier's doch aus. Du wirst es merken. Nein. Warum nicht? Vorsicht. Es geht hoch. Es hat explodiert. Geil. Okay. Hat wohl nicht so funktioniert. Nee. Vielleicht liegen irgendwo Rezepte rum oder so. Ja, oder es wird einfach angesagt, ich weiß es nicht. Nee, also das hätten wir doch gehört, oder ihr zumindest. Ja, vielleicht wird's ja, erst wenn wir was Schönes gemacht haben, angesagt. Ja, sicher. Ich weiß es nicht. Bin dir sicher? Ja, ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß. Okay. Richard, du bist so weit vorgelaufen. Ja. Oh, jetzt. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich F gedrückt halten muss. Wir haben nämlich mit Hoxhut gespielt, wie ihr vielleicht auch im Weihnachtsspecial gesehen habt. Und da
Im Weihnachtsfest. Muss man nicht. Von welchem Advent war das? Dritter. Das ist aber kein Weihnachtsspecial, sondern ein Advent-Special. Meine ich. Und da muss man, wie vielleicht wisst, nicht gedrückt halten. Ja. Gib Gas! Mann. Niemand. Doch, Richard. Richard, hast du eigentlich mittlerweile mal Shape Charges? Brauch noch einen Fähigkeitspunkt. Eins sagt jetzt. Es geht eh schnell, das verbessern. Hattest du ja aber schon. Der war schon verbessert. Nein. Kurz bevor es verbessert war, ist es gut gegangen. Aber also bei mir hat es schon auf dem Bildschirm aufgeblitzt. Die verbesserten Dinge. Raphael, warum hast du eigentlich du den Bohrer gesetzt? Langeweile. Also kein Skill, ist okay. Lass sie doch wenigstens hier runterkommen. Der ist mir ins Gesicht gesprungen. Ach so, bei mir war er noch nicht mal durch die Treppe. Höre direkt auf mir. Wenn es so weiter geht, wäre mein Bohrer sogar schneller gewesen. Ach so schön, Paul. Aber was hast du vor? Ich bin natürlich total davon abhalten, hier reinzukommen. Was? Ja, keine Tür, offene Tür da oder so. Ja, aber so haben wir nur eine Möglichkeit, wo wir reinkommen. Gehen wir die Treppe runter, haben wir auch nur eine. Ja, aber da backen sie. Kriegst du? Ja, komm, Jens, offen. Und da du eine Probar hast, solltest du vielleicht herkommen. Eine Probar? Ja, setz dich mal überall, Bohrer. Guck, Paul, hier hast du was gefunden. Ja. Ja, hier gibt's auch nochmal einen zum Setzen. In den Kisten sind so Zettel und da sind so Codes drin, die man da rein tun muss. Oh, ich hab Raketen gefunden. Oh, da. Hüten. Könnten wir Ammo gebrauchen. Hast du gemerkt, dass ich geplant habe? Ja. Ich mach nur gerade noch die restlichen Kisten auf. You fought with the wrong Russian tonight, my math friends. Diese kleinen Kisten kann man auch aufmachen, ne? Ihr könnt übrigens mal die Türen aufbohren. Sind noch schon Bohrer gesetzt? Eben nicht alle. Ich jetzt stand direkt daneben und hat kein Bock gesehen. Nicht wirklich. Damn,
Genau, Jens. Entschuldigung. Das ist immer dein schlechter Einfluss. Ich merke das gar nicht mehr. Grauenhaft. Headshot. Richard, hier ist noch eine Crowbar. Brauchst du eh nicht, glaube ich. Ich hab eh alles aufgemacht. Hey, du Wichser. Der witzig, Cops zu Tode zu messern. Ja. Ja. Super. Voll wichtig. Was ist wichtig? Ah, meine Mutter hat mich gerade gerufen und hat gesagt, dass sie wieder daheim sind. Wie lange braucht denn dieses Ding, um den Barcode zu... Er schießt hier meine Messeropfer kaputt. Nicht nett. Wie? Gell, Raphael, wie? Geil, mit einer Schrotflinte runtergeflogen. Hat man jetzt alles verstanden? Da ist ein Kerl mit einer Schrotflinte runtergeflogen. Hä? Ach da. Irgendwie lustig. Wird man sowas Morphen genannt? Wir sollten uns vielleicht merken, welche Barcodes wir schon geprüft haben. Nur so als Idee. Ach, kann man die doppelt auslesen? Anscheinend schon. Ups. Weil Nee, kann man nicht. Werden nur markiert. Georgetown. Search through the files, the maps on the wall, anything that can pinpoint his exact location. Remember, it's Georgetown. Warum müssen die in Payday immer so ewig langsame Maschinen anlocken? Echt so. Soll ich mal gescheit die Internetanbindung kaufen? Hallo Jens. Hey, wie bist du denn da hochgekommen? Das ist der Parkplatz. Achso. Kannst du doch durchspringen durch das Loch? Weiß ich nicht. Ich geh mal gucken. Profi. Einmal mit Profis an. Aber mach dich mal bereit, mich wiederzubeleben. Okay. Sieht nicht so aus. Übrigens ein Sniper bei dir. Leg dir hier mal Leben hin. Ist wahrscheinlich besser so. Danke. Raphael, du auch. Oh, Richard, der Noob ist der Einzige, der Leben verloren hat, ey. Hä? Hier, Richard, damit du dich nicht alleine fühlst. Tralalalala. Psh.
Gott. Endlich. We know the commies are calling us from Georgetown. Look for something related to that place. Georgetown. Wieso endlich? Hä, hey, ich dachte, er hat's jetzt. Nö. Noob. Richard, lass es regnen. Ja. Born kill. Brauch nichts anderes hier. Irgendeiner lässt immer durch irgendein Loch irgendwen runterspringen und dann werde ich von hinten angeschossen. Hier ist noch ein drittes Loch. Naja, wir sind vier Leute. Sollte kein Problem sein. Ich mache hier auch die Tür. Mach manchmal Leute. Ich mach alles. Und Raphael hockt faul in der Ecke. Too slow, this is much too slow. No, wait. Can't be. Damn. Almost had it. Damn. Did the commissar bring this piece of crap from the motherland? I need a medic back. The fuck? The fuck? Richard, was hast du in deiner Tasche? Hä? Was hast du in deiner Tasche? Koks. Okay, Raphael. Bitte um meinen Kopf hier oben. Leg nachher so einen riesen Leichenhaufen. Weil die meisten oben liegen bleiben einfach. Wollen wir nicht dem eine Tasche Koks da lassen, damit er sich einen ordentlichen Computer kaufen kann? Nee. Ich glaube, das ist für Eigenbedarf, diese eine Tasche. Ja, du ziehst es auf Ex, ne? Natürlich. Das ist Raphaels liebstes Hobby. Koks auf Ex ziehen? Ja. Ja. Hat er das von seiner Ex? Das ist sehr schön, wie der beide nach oben, alle drei nach oben guckt. Und ab und zu mal so eine Leiche runterfällt und eine Waffe. Genau. Aber warum ich vorhin die ganze Zeit komisch auf dem Rechner stand. Boah, das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Eindeutig. Oh, ja. War wieder der Falsche. Leute, das ist doch langsam nicht mehr lustig. Kann man da eine Granate rauswerfen? Hab ich mich gerade auch gefragt. Ja, kann man. Sehr schön. Ja, come on. Wo kommt der denn her? In der Tür. Stirb, stirb, stirb. Kartoffel. Was? Kartoffel. Genau. Heute nicht. Da meinte einer runterspringen zu müssen, während ich gerade nachlade. Jetzt hat er ungefähr 10 Löcher im Bauch. Von dem Messer. Dieses Trench Knife ist das, glaube ich. Das ist richtig lustig, weil du dann nicht so aushildest und schlägst, schneidest, sondern du piekst. Okay. Sau witzig. Kannst du sau schnell mit attackieren.
Es ist sehr schön, so von außen zu gucken, wie sie ja alle in eure Löcher reinfallen. Vor allem war es viel lustiger zuzuschauen, da sind aus jedem Loch immer Leute gefallen. Und jetzt fallen sie nur bei Richard. Paul, hast du gerade etwa meinen Typ, der hier reinspringen wollte, erschossen? Nein. Richard, ich glaube, der kommt wieder nur zu dir. Ja, bei Richard ist einer. Wieso, Richard hat da unten so einen Leichenhaufen um sich rumliegen? Ja. Meiner liegt wahrscheinlich oben. Da laufen zwei Schilder. Ach, da. Oh, oh, die kommen zu mir. Oder? Nee. Oh, 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 Sniper. Endlich. Konnten wir nicht letztes Mal unten raus? Unten irgendwo durch und raus? Nee. Meine. Oh shit! Shield! Mom! We got a shield! Fucking fire in the asshole! Die war schlecht geworfen. Time to shake the ground! Paul? Fantastic! Just fantastic! Woo! Oh, ich hab einen. The commissars hold up in a rundown apartment block downtown. Ein gelben Stier abgeschlossen. No idea what we'll be facing, but got a way to get you in quiet. Let's head out. Oh, Raphael ist am meisten gestorben, der Noob. Raphael. Wünsche mir gerade, dass dir mal einer mit der Schrotflinte ins Gesicht. Mir ist, habt schon oft genug jemand mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Ich bin doch schon oft genug daran verreckt.